wissen es nicht. Keine Ahnung. Digga, wie kam hinter mir einer, Digga? Ja, das Leben ist hart, Mann. Da muss man einfach chillen. Oben vom Dach, ja, kann gut sein, Alter. Verdammte Scheiße, Mann. So, als du mit mir reden wolltest, hast du das schon geklärt oder musst du immer noch mit mir darüber reden? Immer noch eigentlich. Dann ist es ja nicht so wichtig, Alter. Doch, doch, eigentlich schon. Komm mal her. Ich bin nur kurz mute. Mach Rohrstöpsel rein, kurz. Es geht ich hab ganz sowieso, ich hab sowieso. Achso. Geht ganz schnell, ich bin kurz nur. Oh, Digga, ist jetzt jemand Oh, drin? Ohrstöpsel wieder raus. Jo. Alles gut, Borsch? Ja, alles gut. Okay. Bei dir? Ja, cool Ding. Und Scheiße, Mann. Wer hat das gesagt? Und wo kommt das? Hä? Ah, telefoniert. Ja. Yeah. Nimm mal Van oder so. Hey, Cracky, was geht? Alter, yo, nimm Van, 6-Sitzer. Nimm diesen die Schmutzkarre. Was ja, geht? Rein, Mann. Was geht, Alter? Ja, was machst du? Ja, beweg deinen Arsch, weiß Crack. Krank, Alter. Ich bin gerade aufgewacht, Alter. Ich bin hier aufgewacht. Ja? Yeah. Ja, keine Ahnung warum. Wo warst du den ganzen Tag, Mann, Cracky? Yo, ich war bis 13 Uhr wach, dann war ich kurz schlafen und dann bin ich komplett eingeschlafen. Perfekt. Ja, bin jetzt erst wach, das geht gar nicht gut. Ich bin komplett im Arsch. Hä, Digga, was, wie hast du denn so lange geschlafen, Bro? Bruder, du hast bis 23 Uhr geschlafen. Ja. Yeah. 10 Stunden hast du einfach gezogen, oder? Ja, verdammt, Alter. Ey, der Typ war um 10 Uhr noch wach, ey. Bruder, du hast von 13 Uhr bis. Du hast von 13 Uhr bis 23 Uhr geschlafen. Ja. Ich bin ins Geschlafen. Das stimmt, warum schreibst du morgen links? Bruder, bei dir, dein Rhythmus komplett umgekehrt, ne? Mein Rhythmus ist komplett anders, Alter. Ich lebe in der Nacht. Cracky, Mann, dieser Wichser da vorne sieht aus wie du. Du auch, doch. Yo! Ich hab gesagt, komm mit nem Van! Ah! Verdammt, Mann, ich dachte, komm nicht mit dem Van. Yo, beweg deinen Arsch und komm mit dem Van. So ein Idiot. Ja, ne? Ja, Alter. Ich bin so müde, Mann.
Mein Schlafrhythmus ist gefingen, Dings, Digga. Gar keinen Bock mehr, Bro. Jo, deiner ist gefickt, Alter. Man ja, was soll ich sagen, Alter? Wann gehst du denn immer schlafen, Rick? Ich war gestern um 3.30 Uhr, Digga, und bin um 13 Uhr oder so 12 Uhr aufgewacht, Bro. Das ist nicht mehr normal, Alter. Digga, das ist noch ein normaler Rhythmus, Alter. Was redest du? Was ja, Junge, das du, ist doch nicht mehr normal, Bruder, das Alter. Ist normaler Rhythmus, Alter. Ich bin gestern um 7 schlafen gegangen. Ja, Bro, du musst das ja machen. Was heißt du musst, sondern halt, du machst das ja. Wieder, hä? Du hast doch auch Ferien, oder nicht? Du kratzt schon wieder. Yo, Rick, Alter, du hast überhaupt keinen... Du hast voll den guten Schlafrhythmus. Ich würde wünschen, dass ich so einen hab, Alter. Digga, du hast von 13 Uhr bis 23 Uhr geschlafen, Digga. Was willst du von mir? Ja, weil ich ganze Nacht davor wach war, Alter. Danach 10 Stunden einfach den ganzen Tag verpennt. Ja, natürlich. Ich war von gestern bis heute 11 Uhr wach. Dann wollte ich mich nur eine Stunde hinlegen. Und bin eingeschlafen. Perfekt. Oh, nice. Gut, Quickie. Bro, ich könnte niemals mittags 10 Stunden schlafen, Alter. Wie hast du das geschafft? Ja, verdammt, Alter. Halt's Maul, Alter. Du bist auch ein komischer Mensch, Mann. Hättest du das geschafft, Sosa? Was? 10 Stunden mittags? Wenn du eine ganze Nacht davor wach warst. Bro, überlegst dir aber mittags 10 Stunden, also bis 23 Uhr. Okay. Boah, ich würde am liebsten so einen Schlafrhythmus haben, wo ich immer um 11 aufstehe. Das wäre gut eigentlich. Das ist ein guter Schlafrhythmus. Aber so immer dann so 3 Uhr pennen gehen und dann 11 aufstehen. Das wäre ein guter Rhythmus für mich. Ja, den kriegt man vielleicht einmal im Jahr, Alter. So selten ist der Scheiß. Ja, wo bleibt er mit seinem Kackwan, Alter? Warum seid ihr eigentlich hier? Der fährt nur 30 km/h, Mann. Lass den mal. Der kann nicht mal. Da ist er doch. Der kann damit nicht mal geblitzt werden und das raucht schon ein bisschen. Verdammter Scheiß, Alter. Alter, was ist denn das für eine. Ey, Voice Crack! Ja. Was ist denn das für eine Bruchkarre, Alter? Ja, ihr habt darum gebeten, Mann. Ihr kriegt sie. Also fickt euch doch, Mann. Beschwert euch doch nicht. Ja, komm jetzt rein, ja. Mann. Ja. Komm mal rein, Sosa. Ja. Rick, du auch. Yo, Voice Crack, wir hatten gestern ein bisschen viel Spaß, ne? Halt's Maul, Mann, halt's Maul. Was für ein bisschen. Warum ein bisschen viel Spaß? Was war los? Ja, ja. Verdammt, Alter, der ist dreimal gestern ein bisschen verreckt, gewesen, Alter. Was? Wir waren gestern Mann, die ganze Zeit mit Poblito unterwegs, ne? Ja. Ey, wie dumm dieser Junge ist. Du glaubst mir jetzt gar nicht. Erstens. Der hat meine Mutter da beleidigt, ne? Wir waren auf einem Dach, Alter, ich hab den mit einer Waffe bedroht, ich hab neben seinen Kopf gezielt, er kriegt Kopfschuss. Dann, wir waren PD, haben alles rumgesprayt, alles mit The Crips for Life oder so ein Scheiß. Yeah. Er sprayt bei der PD-Tür seinen Namen. Oh mein Gott. Seinen Namen. Bro, wie dumm muss man sein? Ja, Digga. Der Typ. Fickt euch doch, Mann, fickt euch doch. Halt's Maul, Mann. Bro, bist dann du... ich sag, der soll Crip schreiben, er schreibt Millimeter Crips. Millimeter. So Mikrometer. So halt die, Maul, diese ja, 60er, doch, diese 60er Größe. Ja, die ganz runter. Ja, der Motor ist kaputt. Fickt euch doch. Ruf der ja, jetzt hängen wir hier. Ja, und dann im Kannst du aber rausmachen. Hat er schon wieder meine Mutter beleidigt. Ich hab die mit einem Golfschläger gehauen. Er musste dreimal 20 Minuten warten und beim letzten Mal, wir haben den vom Krankenhaus abgeholt. Ich ramme ein Auto, er war nicht angeschnallt und fliegt vom Auto und stirbt schon wieder. Voice Crack, dein Leben läuft ja richtig gut, Alter. Sein Leben. Ja. Fick dich, Mann, fick dich. Hast du Dave schon gerufen, den Wichser? Normal. Ist er unterwegs? Ja. Ich merk doch schon wieder, der Wichser ist high, Alter. Voice Crack, wie viel hast du geraucht heute? Wir waren gestern nichts, bei den Mann, nichts, halt deine Fresse. Wir waren gestern mit Sepp Pablito bei der Plantage, Alter. Ja? Yeah.
Oh, voll das geile Ding, Mann. Die Weed-Plantage, oder was? Jo, nein, was macht denn Dave da? Ja, die Weed. Jo, Dave, Alter, beweg den verfickten Arsch hier hin, Mann. Sehen eigentlich die Drogenroten aus? Ja, ne? Ja. Digga, die Hustlers gehört, Dings, haben ja den, die Weed-Roten. Wieso hilfst du Olaf nicht gerade? Einfach wieder Submod reinkommen, yalla. Das war schon wieder zu viel, Dings. Wirklich, mach einfach wieder Submod rein. Also wirklich, manche Menschen. Ja, was macht dieser Hinnis hier, Alter? Wohin? Ich weiß nicht. Hey, Sosa, Mann. Bei mir ist gerade richtig miese, Alter, was Geld angeht. Warte mal, ich denke mal, fahr mal hier rechts an. Fahr mal hier rechts rein. Nein, steig aus, du Wechsel. Das war nur ein Steig aus. Spaß am Rande, weißt du? Steig aus! So. Steig aus. Ich schieß dir in deinen scheiß Kopf, wenn du nicht aussteigst. Weiter nach vorne. Okay, ja, warum wurden weiter nach vorne. Ja. Steig noch einmal und du kriegst einen Kopfschutz. Was soll der Scheiß? Yo, yo, Sosa. Du Wichser, Mann. Sosa. Yo. Leg mir mal die Kabelbinder ab, Mann. Der hat Kabelbinder. Der Fahrer, oder Fick was? Fick dich, Sosa, Mann. Fick yo. Dich. Yo, Sosa, Mann. Spring ich jetzt in eine Karre, da verrottest du dein ganzes Leben lang. Nein, nicht in eine Karre reinpacken, Digga. Dann lauf ich lieber bis zum Ding super. Oh, Mann. Fahr los, scheiß auf den Wichser. Ich hab Kabelbinder, du Wichser. Ich hab Kabelbinder. Ah, es geht trotzdem. Aber ich kann nicht lenken, Mann. Fickt euch doch. Wir fahren gerade aus. Du hast überfahren. Jo, warte, ich hol dich raus. Scheiße, Mann. Ja. Ich kann nicht lenken, Mann. Was soll ich machen, hä? Ich kann nur Gas und Bremsen. Geh mal Mann. Weg. So, jetzt geht's. Ja. Okay. Was ist mit Rick, Mann? Der Wichser schläft. Bleibt der hier? Doch nicht. Sollen wir den hier lassen, Mann? Ja, das ist die Überlegung. Du bist doch der Fahrer. Ach, scheiß auf ihn, Mann. Fahr zurück, Mann. Der Arme, Alter. Fahr zurück. Ja, okay. Oh mein Gott! Ich hab ihn nicht gesehen. Au! Ja, und ist kaputt, ihr Wichser. Warte mal. Sepp! Yo, Sepp! Mach mal schneller, die Scheiße. Ja, ich versuch's doch, Mann. Ey! Jo, nimm mir die Kabelbinder ab. Dafür müssen alle aussteigen, glaube ich. Ja, die sind da vorne liegen geblieben, ne? Sollen wir zu denen hinfahren? Fein, ja. Was? Ich hatte Ohrenschmerz, Mann. Fein. Ja. Hey, so ja, aber die passen sogar noch rein, Mann. Er hat dich beleidigt, was? Hast du es gehört? Was zur Hölle, Alter? Er meint, hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Da hat er mich eine Hure genannt, Alter. Oder er meinte, dein Bruder ist weiße Wassereis und nicht die blaue. Dann hat er aber recht, Mann. Da hat der Hure so recht. Was, isst du lieber weiß als ist blau, oder was? Ich weiß, was ich am liebsten esse. Was? Kratzeis. Kratzeis? Steck aus dem Auto aus. Aber hey, Hakan, bist du es? Ich bin's, wir haben ein Riesenproblem. Ich steig aus dem Auto aus. Ich sag das ein letztes Mal. Ein Riesenproblem. Ey, wie seid ihr hergekommen? Digga, der hat das Auto vor einer Minute geklaut, Mann. Ey, warte, das Auto können wir ja gar nicht kaufen. Ey, Jungs, verkauft ihr Waffen? Nee, Mann. Also, ich hab selber nur eine.
Verkaufst du die? Ich bin mein Pferd. Ja gut, dann nicht, dann rede halt nicht. Ja, unser Auto ist kaputt. Wir sind am Arsch. Das Einzige, was kaputt ist, dein Gesicht, Mann. Ja, ich versuch's doch, Mann, aber Dave muss noch seine Arbeit machen. Sonst bleiben wir gleich wieder liegen. Oh, jetzt. Halt mal das Auto raus. Sehr gut. Hey, Voicecrack, dein Hemd steht dir, Mann, muss ich schon sagen, Alter. Ja, ja nee, dem, ja, danke, dem steht das überhaupt nicht, Mann. Dir steht so Pennerkleidung, du Wichser. Weil du auch wie ein Penner aussiehst, als du Maul, Pennergesicht, Mann. Alter, in deinem Pennerwagen, du Pennerhund. Jo, jo, ihr seid ein Penner, Mann. Ihr seid dreckige Penner, hä? Jo, wie, ich was bin ein Penner? Du nennst ja, mich normal. Penner, du Wichser? Jo, ja. Ich bin auch kein Penner, Alter. Du bist der größte Penner hier. Bist du einer, Mann. Du bist ein Penner, Alter. Größten, guck dir mal dein Gesicht an. Guck mal in den Rückspiegel, du Wichser. Du verdammt, da sehe ich nur deine hässliche Fresse und die sieht aus wie von einem Penner. Ja, verdammt, Fresse, halt an. Ja. Halt an, willst schon wieder umgelegt was werden, du Wichser? Willst du wieder umgelegt halt's werden? Halt's Maul! Hä? Halt's Maul! Scheiß halt's Wichser, Maul, Alter. Pick dich, Mann! Halt's Maul! Hast du nicht gestern genug kassiert, Mann? Ja, wohin überhaupt, ihr Wichser? Keine zu deiner Mutter, Alter! Halt's Maul, Mann! Kannst nach Hause fahren, Alter! Ah, nee, du hast ja kein Zuhause, du Penner, Alter! Ja, du sitzt doch gar nicht drinnen, du Wichser! Jo, das ist dein Zuhause? Jo, warte mal! Ich piss hier mal rein, Alter! Halt's Maul, Mann! Jo, warum liegt hier überall Klopapier oder Tempo? Guck mal, ich piss hier rein, Alter! Was hast du gesagt? Jo, hinten liegt Klopapier, Alter! Hey, seid doch mal ruhig! Was hast du gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Bruder, komm hierher zu mir und hoch, Digga. Ja, wo seid ihr denn? Was hat er gesagt? Wir sind bei der Gesichtskrypto, Digga. Fahr zu Crypsod. Mein Gott, dass sie nie die Fresse halten können, wenn man am Funken ist, Alter. Man versteht nichts anderes. Jo, sag doch mal, dass du am Funken warst. Jo, wenn ich mit anderen Leuten am Reden bin, dann kannst du es doch denken, du 2-IQ-Mensch. Und jetzt fahr zu Crypsod, Alter. Ja, verdammt, Alter, ich gib die Growth einem Navi, ihr Wichser. Warte, ich mach. Nein, Mann, ich weiß so wohin, Mann. Alles ja, easy. Bro, wo, dich was, doch, was Mann. Ja, was, was? Was ist der Typ der Markierer, ich, ne? Jo. Ich bin unterwegs. Hört ihr mich? No noise. Dein Auto qualmt schon wieder, ey. Voicecrack, du kannst wirklich nicht fahren. So. Voicecrack. Los, aber wer ist da? Ja. Warte, ich glaube, wir müssen was wegen Epic Pool klären. Wer denn? Wir beide. Nein, Mann! Was? Mein Gott, Alter. Ja. Nur ich. Dann sprech mich doch nicht an und sag danach, was du Wichser. So, ich muss jetzt irgendwas mit der Polizei klären, anscheinend, Alter. Yo, ja, was geht da ab, Alter? Sind ein paar Leute da. Fahr hinten durch. Yo. Halt an, ich muss Ohrstöpsel reinmachen, glaube ich. Brauche ich Ohrstöpsel? Ja. Jo, warte. Ohrstöpsel, bitte. Marcel, soll ich dir die Pistole zurückgeben? Kannst du mal ohne rausmachen. Ich musste gerade mich muten und Dings machen, obwohl ich das nicht wollte. Digi, so. Kannst du mal durchfunken, dass wir alle Waffen haben? Ich habe nicht so viele Ohrstöpsel gesehen, dafür können wir alle gar nichts. Doch, vielleicht, weil wir. Also, die haben halt. Bleib stehen, Digga, bleib stehen oder du bist tot. Was willst du von mir?
Digga, was rennst du jetzt noch hier rum wie so ein Spaß? Hä? Digga, raus aus der Hut, Mann. Bist du geisteskrank dumm oder bist du geisteskrank dumm? Digga, verpiss dich aus der Hut. Alter, oh mein Gott. Bist du ein Opfer, wirklich? Verpiss dich, Mann. Schnauze, du Wichse. Der Toast sagt, dass die Waffen wieder zurückgebracht werden. Ah, ich soll weggehen. Ah, warte kurz. Hm. Digga, du hast noch 3 Sekunden, dann scheppe ich dich über den Haufen. 3, 2, 1. Oh, jetzt kriegt ihr richtig Probleme. Bruder, ich sag ihm erst mal raus. Bruder, ich sag ihm erst mal raus. So ein Idiot, Digga. Ich lauf nur ein bisschen rum und er tut so, als hätte ich ihn, keine Ahnung was. Er sagt zu mir, ich verpiss mich in Dreck aus deiner Hut, Bruder. Ich sag, geh aus der Hut raus. Ich sag, Digga, er dreht wieder die komplette Story, weil ich tot bin. Nice. Nee, er hat provoziert. Digga, er kann doch zu mir gehen. Die RP-Situation ist aufgelöst. Er kann... Bruder, die RP-Situation ist aufgelöst. Was hast du für eine Hausnummer, Bruder? 4-2. Digga, die RP-Situation ist aufgelöst. Er kommt danach zu mir und sagt, verpiss dich aus der Hut. Hä? Was ist mit ihm? Keine Ahnung. Digga. Keine Ahnung. Der scheint mega salty zu sein. Digga, was ist mit ihm? Dann soll er das nett sagen. Richtig darüber nicht auf. Digga. Und die wundern sich, warum wir die jeden Tag ficken. Er ist aber nur provozieren, anstatt zu sagen. Ja, normal habe ich es provoziert. Aber guck mal, die RP-Situation ist aufgelöst. Das, was er da gerade gemacht hat, das war OC-Mad. Der war einfach wirklich sauer auf mich. Da kann man sagen, was man will. Der war einfach wirklich sauer auf mich. Dass ich das rausprovoziert habe, natürlich. Ob er jetzt bei der Situation hier dabei ist. Ja, dann einfach so lange ignorieren. Einfach so lange ignorieren, bis hier gleich komplett freigegeben wird und dann gesagt wird, so, jetzt die Partei und die andere Partei, die trennen sich jetzt komplett und dann geht ganz normal das RP wieder weiter. Ja. Ja, was kommt der zu mir und sagt, verpiss dich? Oder ist so okay, jetzt scheiß drauf. So, ja, okay. Scheiß drauf, ja, bitte, bevor ich jetzt... Ich sag jetzt schon mal, Sosa? Weißt du, oder? Yeah. Hat man mir gerade so gesagt. Ja, dann sage ich schon mal, es tut mir leid, was war. Kein Problem. Stell dich einfach dazu. Wir machen, wir regeln wir das mal. Ja. Ehre. Von den 18 ist es noch kein... Ey, Mann, Alter, heute so viel Katastrophe gewesen, Mann. Ja, was soll das? Yeah. Gib mal was zu trinken und essen. Wo ist Craig, du? Ich hab keinen so. Ich hab nichts, Mann. Ah doch, warte. Danke dir. Ja, wir warten hier auf euch. Geht mal da hin und bringt die Dinger mit. Hä? Ja, oh mein Gott, dieser RP. Manchmal ist... Er darf nicht beleidigen, bei dir ist es RP. Er darf nicht beleidigen, Punkt, Punkt. Bei dir ist es RP, Punkt, Punkt, Mimimi. Was? Oder die Situation war gerade aufgelöst. Das heißt, dass jeder seinen Weg geht und dass alles so wie vorher ist. Der Typ kommt zu mir und sagt, verpiss dich aus der Hood. Dann heißt das einfach, dass er mad auf mich ist. Weil die RP-Situation war vorher aufgelöst. Was für ich... Hä? Also einige Leute sind auch echt. Ich hab ne AK gehabt, Digga. Habt ihr Stöpsel drinne noch, oder? Ey, die Pistole brauchst du nicht zurückgeben, das war von uns eine, gell? Olaf, du hast eine Ballpack, ne? Ich hatte eine Ballpack und eine Pistole. Ja, das ist eine Ballpack, gebe ich dir einen Moment. Eine Pistole ist von den Crips, die brauchst nicht zurückgeben. Digga, ich hab's verstanden. Achso, ja. Olaf scharf, ja? Ja. So, Olaf, war das deine Pistole? Ich hatte schon eine Pistole, ja, habe ich bekommen. Ja, nur natürlich ist es für die Zuschauer nervig mit diesen, dass man Stream muten muss, aber ich muss mich an Fortschritt hier so an die Regeln halten. Ich kann ja nicht, wenn ich jetzt nicht mute, dann werde ich gebannt, so. Ich muss mich halt muten, was soll ich machen, Jux?
Für die Zuschauer ist es geisteskrank wack so, aber was soll man machen? Wo sind unsere Jungs? Alle im Wohnwagen, Bro. Jo, kann ich da noch rein, oder was? Ja, ja. Ihr könnt für 100 Spiele. Jo, okay, fehlt passt. Noch wer? Nee, wo? Halt, aber der redet halt mit seinem. Wo ist der? Wo ist Olaf? Ja, sollen wir auf den warten? Jo, nehmt den mit. Wo ist der? Ja, einer muss den von euch, glaube ich, tragen. Olaf, steig mal in den Wohnwagen rein. Ja, da kannst du weiter. Ich geh jetzt auch mal weg. Jo, wir sind gleich weg. Wir sind gleich weg. Ja, warte. Ja, so schlimm, Alter. Was ist mit dem? Alles klar, wie du willst. Er möchte reden. Keine Ahnung, Digga. Fahr einfach weg hier. Jo, was ging da ab, Alter? Absolute Scheiße. Oh, die wollten uns abknallen, die Wichser. Crips sind voll die Wichser, Alter. So, ich würde vorschlagen, da das jetzt alles beendet ist, gehen wir wieder rein, oder? Da bin ich dabei, Mann. Konsti, danke für den Zapgriff. Wohin fährst du, Digga? Ja, er fährt da hinten rein, Alter. Digga, du kannst da nicht wieder reinfahren. Spürst du das? Geht doch, Mann. Geht doch. Ja, du merkst auch an Voice-Crack-Stimme, dass er ein bisschen spinnt. Bin gleich wieder da. Ah, okay, Junge. Gib mir doch mal. Mach deine Scheiße aus. Was geht ab, Jungs? Ja, was geht, Mann? Hey, Frank, was geht, Alter? Was seid ihr, Wichser? Ach, ihr seid jetzt, was geht ab? Was geht's denn? Ja, Kopf zurück. Willst du einen Kopfschuss? Ey, was geht? Ob Cracky? Ey, Cracky, hab was für dich, guck mal. Ey, Rick, Jungs, chillt jetzt, ehrlich. Kenn deine Pose, Mann. Kenn deine Pose. Bitte. Hat er unser OG geschlagen? Oh, Alter. Ja, aber... Verdammt, du Wichser. Die Knall ist auch einer. Jo, er ist tot. Ah, ist er nicht, oder? Oh, chill mal jetzt mit deinem Benzin, oder ich schieße in deinen Scheißkopf. Hey, aber dann schieße ich in deinen Scheißkopf. Die Ansagen auf unserem Gelände jetzt, ihr Wichser. Ja, okay, dieses was Benzin ist übertrieben, Alter. Ja, aber Rick soll es auch nicht übertreiben und herkommt direkt gegen den Schlamm. Muss auch sich mal zusammenreißen. Ja. Ich wollte ihn nur waschen. Er riecht ein bisschen still. Übrigens, was geht ab? Was gibt's? Nix, wollte nur ein bisschen vorbeigucken. Was ist meine Begrüßung? Habt ihr ihm die Krips gefickt? Ja, die. Rick, du kannst dich herkommen und mich schlagen, Mann. Oh, okay. Ja, wir wollten die A gerade ficken, aber gesehen, dass ihr schon dran steht. Boah. Aber wir gehen jetzt auch noch andere Alter. Ja, die Krips rollen immer rum, wenn man die fickt. Das ist das Problem mit denen, die rollen immer rum. Das ist Cracky, Mann. Ach, das ist der, von dem man sagt, das ist Tossas Bruder. Oh, Mann. Ja, sehr guter Mann. Was geht ab, Cracky? Wir haben gestern Abend einige Foxen gemacht. Und wer ist das hier? Voice Crack, Mann. Voice Crack? Ja, der ist Tony, aber wir nennen den Voice Crack wegen seinen Voice Cracks. Okay. Voice Crack. Jo, komm noch paar Blieben. Du bist ein Wichser. Du bist ein Wichser, Mann. Du bist ein Wichser. Na, Pablito ist schlafen. Der war 24 Stunden noch was deswegen. Ja, Freilich. Was macht ihr jetzt so? Weiß ich nicht, wir wollten hier vorbeigucken. Mhm. Irgendein Olaf, ich weiß nicht, wen die meinen, ob Olaf Toast oder irgendein anderer Olaf. Auf den warten die, glaube ich. Aha. Ich warte auf niemanden, Alter. Ja, ich weiß nicht, aber irgendwas da mit diesem Olaf war. Ja, immer nur Olaf bei euch. Beste, Digga. Bei mir schreibt man gleich die Dings, die Eddies mal schön weg mit den Losts. Und dann schauen wir mal, dann geh vielleicht noch mit Toni Trümmer ein bisschen um die Häuser ziehen, ich weiß noch nicht, oder geschlafen, keine Ahnung. Ja, Krieg, ja. Jo, Alter, Sosa. Jo, was? Wenn dieser Olaf kommt, wenn du meinst. Wenn er Bock hat, lass mal einen Raub starten oder so.
Oder viel zu spät, ich gehe auch gleich schlafen. Ich muss heute früher schlafen gehen. Ach, yo, ihr seid alle solche Wichser, Mann. Bruder, du bist um 23 Uhr aufgestanden, mein Mann. Du bist ein Wichser. Wann bist denn du mit schlafen gegangen, Cracky? Ich hab mich um 13 Uhr hingelegt. Ja, und dann erzählst du uns was, wenn wir schlafen gehen. Du bist ein, oh, sorry, Shrek, du bist ein Wichser. Ja, warum ich denn immer? Jungs, Chipper und Boxen. Ja, ich komme jetzt zur Fahrzeugseite, wo wir die Fahrzeuge auspacken. Okay. Ja, die Lost dürfte jetzt gleich eintreffen. Ja, also mein Arsch bewegen, kleinen Wichser. Diese Pissrocker gehen auf den Sack. Den Arsch bewegen jetzt. Was sind 5 Seiten hier gerade? Play better. Wir müssen auch noch eben waren. Eine Hand nur noch. Danach in dem Platzfunk oder in dem. Ja, wir können schauen wir gleich, wenn die da sind. Egal, komm, lass abziehen, Jungs. Die machen jetzt was. Nur okay. Servus raus, Greg. Servus, Greg. Hau rein, Mann. Jo, hau rein, Jungs. Warte, ab ihr Wichser. Warte. Lass mal reinsteigen. Was machst du hier, Digga? Keine Ahnung, ist nicht Olaf hier irgendwo? Hat der doch gefunkt? Ich weiß es nicht, Digga. Ich wollte ein bisschen meinen Kopf frei machen, Digga. Deswegen habe ich den Namen rausgeholt. So. Nichts mehr davon essen, Digga. Das ist pur Zucker geführt. Ich fahr ein bisschen rum, ja? Willst du hier raus oder willst du mitfahren? Nö, ja, ich fahr mit. Kommt drauf an, was ich machen muss, Sascha. Was muss ich denn machen? Heute ein bisschen läsch gewesen, ja. Ja, ja, heute war echt Katastrophe, Digga. Ich sag's, wie es ist. Wäre ich heute erst gar nicht gekommen, Digga. So ein Ding ist das. Ja, Bruder, was soll ich dir sagen? Egal, aus jeder negativen Sache was Positives. Auf jeden. Man lernt ja auch dazu, weißt du? Jojo, auf jeden. Das Problem ist halt nur mit Olaf, Digga. Er ist für solche Sachen gerade nicht gemacht, verstehst du? Wie meinst du? Und deswegen, also für so Action-Sachen und so. Der. Also ich hab's ja nur gut gemeint, dass wir ein bisschen Action haben, weißt du, nach dem ganzen Gerede. Und ich sag's mal so, er ist ein schlechter Verlierer. Das ist ja nicht böse gemeint, das habe ich ihm ja auch gesagt. Er kann das nicht, der kann das überhaupt nicht ab, wenn er verliert, Digga. Wenn ich das schaffe, dem Olaf beizubringen, Digga, dass wenn man auch verliert, dass man trotzdem seinen Spaß haben kann, dann haben wir einen Jackpot, Digga, weißt du? Ja, aber hier auf dem, in dem Staat ist jeder schlechter Verlierer. Ja, jeder, auf jeden, Digga, auf jeden. Das Ding ist, Olaf, glaube ich, sieht mehr so die beste Situation, die man machen kann, weißt du? Ja, verstehe. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe. Was auch natürlich richtig ist, eigentlich. Da ist Ding, Digga. Da ist Shorty. Da ist Olaf. Achso, Olaf, ja. Ja, was geht? Jo, was geht, Digga? Nichts unterwegs. Jo, was geht, Digga? Oh, Oleg, Alter! Was los, Digga? Jo, Cracky! Ja? Nichts. Wen? Der hat mich geleitet. Scheiß Wichs, Alter. Wie ist dein Name? Cracky, Alter. Cracky? Ja, ich bin Sosas Bruder. Das ist mein Bruder, Cracky. Habt ihr unterschiedliche Mütter oder Väter? Keine Ahnung, Alter, der Typ wurde von der letzten Ecke irgendwie aufgetreten. Schnauze, du Wichser, du bist der Kleinere, du Wichser. Ah, hey! Übertreib nicht! Hey!
Wichser, Mann, was soll die Scheiße? Du musst Dings nochmal, Soße. Ja. Yeah. Du musst nochmal deine Stimmbänder fixen. Ja. Yeah. Und ihr seid Brüder. Hallo? Ja, leider. Ja, ja, wir sind Brüder, wir sind Brüder. Habt ihr euch auch schon mal gegenseitig eingelutscht? So. Oh, machst du das mit deinem Bruder oder was, du Wichser? Ich hab keinen Bruder. Ja, nee, aber würdest du es machen mit deinem Bruder? Nee, Digga. Ja, also, was ist denn das für eine Frage, du Wichser? Dumme Frage, Alter. Ja, weil ihr beide so, Digga, ich weiß nicht, ich komme auf euch nicht klar, Alter. Wieso, nee. Digga? Habt ihr die gleiche Mutter oder den gleichen Vater? Keine Ahnung, was weiß ich, Alter. Der ist immer Milch kaufen gegangen, der Wichser. Immer Milch kaufen gegangen? Ja, ich hab den lange nicht mehr gesehen, den Wichser. Milch war im Angebot, Alter, du dem. Oh, verdammt, sorry, Voice Crack. Oh, sorry. Ey! Jo! Was soll das, Junge? Meine Hand ist ein bisschen zerbrechen. Meine auch. Oh, verdammt, Alter. Wer ist Wichser? Ey, yo! Oh! Jo, ja, warum denn mich jetzt, du Wichser? Pickt euch doch alle! Jo, was soll das, du Wichser? Alter, ihr verdammten Wichser, Mann. Ey, yo! Oh, nee. Ey, blute. Ey, ich blute, ich blute, ich blute, ich blute. Ich blute. Can you stop? Oha, hast du eine Bombe gegeben, Digga. Junge, hast du so eine Bombe gegeben, Digga. Jo, dein ganzes Gesicht durch die Straße geschleift. Ich sag dir ehrlich, ich hab deinen Bruder noch nie so heftig schlagen gesehen. Der schlägt immer wie ein Mädchen. Ah! Marcel, hier hinter dir. Ah! Wichser. Mal irgendeine Scheiße machen, Alter. Ich geh gleich schlafen, Mann. Langweiler, scheiß Langweiler. Oder. Oh, ah, Bruder, Digga. er hat dir so ein Ding gedrückt. Du lagst auch am Boden. Soße will ich hauen, Alter. Du lagst auch am Boden, Soße, Alter. Wovon redest du? Ja, hab ich ganz genau gesehen, Digga. Dein Bruder hat einen heftigeren Schlag als du, sag ich dir so, wie es ist. Redest du? Komm jetzt, Boxkampf, Cracky. Wie gut geht's dir? Achso, scheiße, ich kann Verbandskasten nicht nehmen, scheiße. Ja, ich nicht. Ja, egal, scheiße, Jungs, mach nicht unnötig Streit. Was ist mit den Cops hier los, Alter? Hä? Jo, Alter, was ist mit deinem Kopf los, Mann? Digga, oh, Alter. Der macht diese andere Breakdance-Politik. Der teleportiert sich. Jo, Jungs, was geht, Digga? Was geht, Alter? Hier. Müssen wir noch was besprechen, oder? Haben wir noch was vor, oder? Ja, nee, nicht jetzt hier, Digga. Okay, Digga. Nee. Was wollt ihr jetzt noch machen? Ich glaube, ich gehe gleich schlafen, Mann. Ich wollte ein bisschen die Seele baumeln lassen, Digga. Was haltet ihr davon, wenn wir uns hier mal verpissen und mal in eine ruhige, vielleicht mal Richtung Platz, dass ich meine beiden Fahrzeuge einparken kann? Ja, Richtung Platz können wir da bei diesem Parkplatz, aber Platz. Ja, ja. Mach mal auf, Alter. Rocker, ja, Jungs, steht jetzt was an? MCs, nee. Ja. Hier, fahr. Steht nichts an, Digga. Ist nicht auf, Olaf. Wo sind wir? Der Lambo. Ist nicht auf? Was lag auf dem Lambo, der? Ist nicht auf. Maibor. Brush. Ja, verdammt, Mann, die Karre ist nicht fresh. Oder geh mal zum Lackierer, mit dem Lackierer, sag ich. Zum, ja, komm heute Abend. Digga, was ist das für eine Kacke, Alter? Geh mal bitte weg. Geh mal weg vom Auto. Jetzt. Ja. Steig ein, ihr Wichser. Wohin? Verpiss. Hände hoch, sagt er, warte mal. Ja, warte doch! Ah, okay, na, yo. Das ist Pfui. Ja. Ich bin böses kein böses Kind. Pfui. Das Ding ist gefährlich, Alter. Oder pass auf, Digga. Ich pass doch auf. Oh! Fährst du hin?
Ich muss kurz zu Dave. Heil, 2, 1 und wieder heil. Richtig, oh Mann. Ja, alles gut, alles gut. Du musst einpacken, Olaf. Olaf, du musst einpacken. Pack die Karre rein hier. Hey, was hast du. Was ist denn, Ranger? Du hast ja gesagt. Was stellst du mir? Ja, ist ja keine geschlossene Sitzung jetzt, oder? Das ist nicht jo, kannst du mal machen, ja. Hä? Was? Und hä? Hä? Ranger? Was soll ich denn da jetzt? Was hast du denn geschrieben? Achso, Editor-Rolle. Hinzufügen? Damit der mal VODs und so dingsen kann oder was? We need your fucking flash. What the fuck you going? Klappt nicht. Okay, Nox ist dann komplett. Digga. Einer schreibt mir wirklich Tag 1, Tag 2, Tag 3 und das seit 16 Tagen. Wirklich. Ich bin schon müde. Dios mio. Was hast du mit dir gemacht, Digga? So, der macht dir einfach Fotos, Alter. Hast du nicht gesehen, das ist scheiße. Der arme Mann, Alter. Oder irgendwie muss man lernen, weißt du, was ich meine? Ich muss ja pinkeln. Free Dave, Alter. Mach das mal. Der arme Mann. Oder das ist nur noch ein Schild. Jo, das war Dave, Mann. Weißt du, wie alt der war? Der war gerade 18. Der war 18 Jahre zu alt, Mann. Sag ich dir ehrlich. Sag ich dir ehrlich. Rein, Bruder. Was man sowas. Ich brauche noch. Was ist los mit dem, Alter? Wo sind deine Eier, Alter? Junge, wo sind deine Eier, verdammt, Mann? In dem Mund deiner Mutter. Deine Mutter ist viel fetter als meine, Mann, verdammt. Deine Mutter ist fetter als meine. Deine Mutter, verdammt, Mann. Deine Mutter, du Wichser, Alter, was gehst du zu meiner Mutter? Hände hoch, du Wichser. Hände hoch, Alter. Ich brauch Hilfe. Was hat der Arschloch gemacht, Digga? Ich bin hier, Mann, verdammt, was soll das denn jetzt hier, Mann? Warte, yo, Voice Crack, du hast eine Schere. Mach ihn mal los. Ich bin an der Busleitzahl, warte. Warte, komm her.
Du kannst nicht telefonieren, du hast Kabel benannt, du Vollidiot. Oh, verdammt, Mann. Hallo? Ey, Bro, was soll das, Mann? Verdammt, ich hab doch nichts gemacht, ich wollte doch nur die Leichen, ey. Ich hab nur den RTW angerufen, Mann. Du bist mich gerade verarscht, sorry, Bro. Stehen, verdammte Scheiße. Sorry, Bro, Bro. Yo, sag noch was einmal über meine Mutter, du Wichser, Alter. Sorry, Mann, verdammt. Warum deine Mutter, Mann? Ja, weil seine Mutter meine Mutter ist, du Wichser. Ey, Jungs, ich meine das doch gar nicht so. Sorry, Mann, verdammt, ich wollte doch nur da vorne diese Leichen helfen, Mann. Da vorne liegen zwei Leichen, Mann. Yo, Digga, nimm deine verdammten Beine in die Hand und zieh ab. Wenn ich dich nochmal sehe, bist du tot. Bro, da vorne ist mein Auto, Mann. Verzieh dich, Mann. Ich hab nichts gemacht, außer verdammt, die Mann. Ich hab doch nur RTW angerufen, Mann. Verdammt, Mann. Omi. Nein, Mann. Ich hab ihn dir abgemacht. Ey, Voice Crack, Bruder. Willst du eine Sache? Bruder, ich geh einfach 24 Stunden, Mann. Ich weiß nicht, Omi. Jo, wenn du... Hä? Sie haben Dave umgebracht, Mann. Wollen Sie jetzt Dave wiederbeleben oder was? Ja, da ist doch gar niemand, oder? Da ist auch niemand. Das ist Dave! Dieser Chopper da hinten, das ist Dave, Mann. Mann. Ja, aber Sie können dem Typen da hinten ein bisschen helfen. Ich glaube, das war der Dunkelhäutige wahrscheinlich. Warte mal, hier. Ich glaube, der Typ ist verloren, Alter. Weg. Ja, der wahrscheinlich war das. Der hier da vorne. Ja, warte, jetzt können Sie Arbeit leisten, okay? Ich geb dir 3 Sekunden, dich zu entschuldigen. 3. Sorry, Bro, du warst es nicht. Sorry. Oh, verdammt. Ich hab Kinder. Verdammt, sorry, Mann. Schnauze, du Wichser. Bro, bitte, Bro. Ja, warum schubst du meinen Bruder, du Wichser? Verdammt, Mann. Oh, Mann, verdammt. Ey, was hab ich mir eingebrockt? Ich wollte doch nur helfen, Mann. Ich wollte doch nur helfen, Bro. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, Bro, bitte. Verzieh dich, lauf. Ich bin doch gleich tot, Mann. Verdammt, bitte, Mann. Verpiss dich, Mann. Ey, Jungs, du sollst dich verziehen, du Wichser. Verzieh dich. Ich bin nicht da vorne an der Straße längs gefahren. Die Bundeswehr hält an. Einer steigt aus von der Bundeswehr und erschießt einfach Dave. Ich frag ihn, warum er Dave erschießt. Er sagt, er hat mit meiner Freundin gefickt. Digga. Was? Jemand hat gerade Dave, den Mechaniker, erschossen, weil der Bundeswehr-Typ meinte, der Dave hat mit seiner Freundin gefickt. Verdammt, Alter. Dave, richtiger Playboy, Alter. Ja, Bruder, aber wenn ich Dave erschießen würde, Bruder, wird's aber dieses andere Reise nach weitergehen. Ja, ja, ja. Hat er weitergehört, Digga? Ja. Also merken wir uns, eine gute Allround-Aussage ist, wenn wir Dave erschießen, der hat unsere Freundin gefickt. Okay. Aber das wäre doch Inzest, wenn da seine eigene Schwester ist. Welcher ADAC-Ler würde von jemand die Freundin ficken? Ich bin Single, Bruder. Dave, der Ehrenmann, Peter, der Ehrenmann, Alter. Ich hoffe, ich sehe den nicht mehr. Du weißt gar nicht, Peter und Miller, Bruder, die machen gerade Action wie nichts anderes, Alter. Der Typ ist immer noch nicht weg, Alter. Ja. Peter, Junge, ich vermisse dich. So, ey, wer ist denn dieses Arschloch hier jetzt vor mir? Wer ist das? Der hier? Ey, yo, wer bist du denn, Digga? Stell dich doch mal hier. Warum bin ich hier bedroht? Ich bin Toni Klöver. Alter, deine Schnauze, du Wichser! Ah! Alter, jetzt ist der denn, Alter? Ich fick ich noch, Mann. Wen fickst du, Digga? Dich fick ich. Wie redest du eigentlich mit uns, Alter? Mich fickst du, Digga? Bist du dir da sicher? Na, ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht. Ey, yo, besser ist es, Digga. Du musst nicht, ich bin neu hier in der Stadt, Ja, für den Großen hast du ganz schön eine große Klappe, Digga, sag dir, wie ist es. Du hast mich so voll angeschrien aus dem Nichts. Ja, ich darf das, Digga. Du darfst das? Wer bist du denn? Ich bin Marcel, Digga. Moin, wie geht's dir? Das ist unser NRW, Marcel Abi. Hier ist Storm und er gibt dir NRW-Verbot. Ohne Probleme. Genau. Ja? Digga. Bist du so mächtig? Kannst du mir NRW-Verbot geben? Ja. Oh. Auch mit deinen 3 Backpfeifen? Patsch. Nee. Mit Sofa Arm liegen sogar, Digga. Du weißt gar nicht. Ich steck mir meinen Schwanz in den Arschloch, Digga. Du redest gefühlt über die halbe Map. Hab ich gemerkt. Dankeschön. Mit Sofa liegen also? Jo, Olaf, ist das ein Homie von dir oder was? Digga, das ist Toni Trümmer. Warum nochmal Trümmer? Wieso Trümmer, Digga? Leben ist der einzige Trümmerbruch mit Hartz-IV-Empfänger. Obdachlos gewesen, alles. Ich hab gestern.